Jamie in Zürich, warum? Weil ich heute hier bei dieser ProSieben-Veranstaltung eine Anfrage bekommen habe, dass ich hier zwei Lieder performe. Genau, und deswegen bin ich hier und jetzt bin ich hier, um Party zu machen, Backstage, nach der Veranstaltung. Wie sieht so eine Jamie Lee Party aus? Ey, wenn ich das sage, ne? Die ganzen 12-jährigen Kids, die mich lieben, ey, das ist keine gute Vorbildsfunktion. Die Light-Version. Ich sag mal so wild und sehr lustig, ja. Also würdest du dich selbst als lustige Person bezeichnen, die hier Witze macht oder so situationsmäßig, dass dir mal was Lustiges passiert? Ich finde mich schon witzig, ja, aber ich würde jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht so die Witzereißerin, das kommt immer aus der Situation heraus, dass man so einen guten Spruch. Ich glaube, ich bin dann auch so eine Person, die irgendwie nur sich selbst lustig findet und alle anderen finden es voll scheiße und gucken dann so, was ist mit ihr? Und ich so, oh, voll witzig und voll am Heulen und sowas. Ich meinen Kameramann so anschaut, der kennt das von mir, oder? Ja, das trifft sehr genau. Zurück zur eigentlichen Frage in Zürich beim Screen-Up. Du trittst normalerweise vor Hallen auf, vor Leuten, die machen Party, die feiern, die schreien rum. Hier saßen sie in Anzügen und haben sich das angeschaut. Das Klatschen kam, die waren auch begeistert, aber es sind Schweizer plus Geschäftsleute, also sehr ruhig. Wie fühlt sich sowas an? Ich finde es ganz ehrlich sogar entspannt, weil man weiß ja, warum die so sind. Und das ist halt, man weiß halt, bei solchen Veranstaltungen trauen sich manche Leute vielleicht auch nicht so, wirklich aus sich herauszugehen, wenn ihnen da wirklich was gefällt. Und es ist wirklich, ich finde immer so ein bisschen entspannter bei einem Festival, da musst du die Leute halt wirklich anheizen, dass sie mitmachen und grölen und voll am Tanzen sind und jubeln. Und das ist manchmal schwieriger, irgendwie die Herausforderung, als mal vor so ein paar Geschäftsleuten aufzutreten, wo man sowieso weiß, die bleiben eh sitzen. Wenn wir jetzt mal schauen vor 2 Jahren und jetzt, du hockst in dem Backstage-Bereich, mindestens die Hälfte der Leute kennen deinen Namen, du hast viele Fans. Magst du dieses Leben so im Rampenlicht hier Backstage? Nicht, dass du jetzt ein VIP bist und abgehoben bist, aber magst du das so, dieses Leben? Ich liebe das eigentlich, so diese Aufmerksamkeit so. Ich war schon immer so ein Mensch, ich habe schon immer so ein bisschen geliebt, im Mittelpunkt zu stehen. Egal, ob es jetzt einfach nur durch mein Outfit war, dass mich alle angestarrt haben oder durch mein Verhalten oder mein Talent. Also ich liebe das irgendwie, wenn Leute von mir begeistert sind und wenn sie das zeigen und auch, wenn ich auf dem roten Teppich stehe und die fotografieren ein und rufen den Namen und sagen, mach mal das, mach mal dies. Ich liebe das. Das macht mir also persönlich total viel Spaß. So. Ich versuche auch immer so ein bisschen, dann, wenn ich Freizeit habe, davon so ein bisschen wegzukommen, weil es ist schon eine andere Welt, finde ich. Und man muss sich davon auch mal so ausruhen zwischendurch. Wie sieht denn deine Freizeit aus? Zu Hause vom Computer? Oder? Hauptsächlich, ja. Also ich treffe mich gerne mit Freunden natürlich. Dann lege ich auf jeden Fall so ein bisschen Wert darauf, mich mit meiner Familie zu beschäftigen, weil ich die auch sehr selten sehe in letzter Zeit. Und ansonsten bin ich halt wirklich so ein Couchkind, irgendwie Fernsehen gucken die ganze Zeit oder am PC sitzen und irgendwas zocken oder so, ja. Also Gamerin oder einfach nur zum Spaß so ab und zu mal, oder kann man dich schon in die Kategorie Gamerin stecken? Nee, ich glaube, man kann mich nicht in die Kategorie Gamerin stecken, weil ich mache das aus Lust und Laune, wenn ich Zeit habe und dann immer auch so auf dem leichtesten Modus und selbst dann schaffe ich es nicht, dann muss ich, nein, das darf ich sage nicht, dass ich cheate, das sage ich nicht, nein, ich cheate nie, nie. Also so früher habe ich halt wirklich die ganze Zeit so Sims 2 oder so ein Kram gespielt. Was ich jetzt spiele, ist so Skyrim oder Overwatch oder auf der PS3 halt irgendwelche Sachen, so Heavy Rain oder so Beyond finde ich auch richtig cool. Zur Schulzeit, ich weiß jetzt nicht, wie weit man da vorgreifen kann, du warst in der Schule, du hast dich schon immer ein bisschen anders angezogen. Wurde das anerkannt oder ging es in Richtung Mobbing? Uff, also es hat sich meist geteilt, also so früher gab es eine Zeit, wo ich mal geärgert wurde, aber ich glaube, da fanden sie mich einfach nur hässlich, da habe ich mich jetzt einfach nicht irgendwie schlimm angezogen oder so. Ich habe dann irgendwann Schule gewechselt danach und dann habe ich so angefangen, so, da kam so diese Emo-Szene, weißt du, was ich meine? So, ich hatte auch ganz viele Piercings, hatte Nieten, Gürtel, alles mögliche, komplett schwarz, also auch so richtig krass schwarz, geschminkte Augen, irgendwie schwarzer Lippenstift und sowas. Da fanden es einige richtig, richtig cool und dann gab es einige, fanden scheiße, aber ich muss sagen, das war mir schon immer relativ egal, wenn jemand was gegen mein Style gesagt hat. So, also ich denke mir so, es ist ja eigentlich egal, wie man rumläuft, es hat ja immer irgendwer was dagegen. Also dann lieber so rumlaufen, wie ich es will, als irgendwie ja normal und langweilig und dann sagt trotzdem irgendwer was dagegen. Und nun stehen diese Leute, die dich gemobbt haben, wahrscheinlich irgendwo im Publikum und sind riesen Fan von dir und sagen zu ihren Kollegen, ach, das ist eine Kollegin von mir, die kenne ich, oder?
solche will ich gar nicht als Fans haben. Also ich bin da so ein bisschen, also ich hatte auch so zwischendurch die Situation, dass ich von so Leuten wieder angeschrieben wurde, die mit mir nichts mehr zu tun haben wollten. Und dann war ich nachdem auch, du bekannt wurdest. Genau, richtig. So, dann war ich halt irgendwie, aber auch erst einmal irgendwie im Fernsehen oder zweimal, dann waren sie auch alle wieder da und wollten wieder was mit mir zu tun haben. Und das ist dann da schon so ein bisschen armselig. Ich bin dann jetzt nicht irgendwie unfreundlich zu denen und sag so, ja, verpiss dich, aber es ist so ein bisschen lachhaft halt. Also ich passe da schon auf. Also ich merke da auf jeden Fall, also man merkt auf jeden Fall in so einer Zeit, vor allem bei The Voice, wo das alles so losging, wer die richtigen Freunde sind und wer nicht. Das sieht man dann auf jeden Fall. Du bist immer am Lachen, immer fröhlich. Was nervt dich? Oh mein Gott, mich nervt vieles. Das natürlich, also man lernt natürlich auch so in diesem Business natürlich auch Lächeln anzuschalten, wenn man vielleicht gerade nicht so gut drauf, also jetzt bin ich gut drauf, keine Sorge, aber man weiß halt natürlich, man weiß halt natürlich, wann man halt lächeln sollte und wann nicht. Und es gibt viele Sachen, die mich nerven. Also wirklich viele. Ich bin jemand, ich raste richtig schnell aus. So richtig schnell aus. So zum Beispiel, ich bin eine Person. Ich weiß gar nicht, ob du auf sowas angespielt hast, aber das muss ich kurz erzählen. Ich bin eine Person. Ich hab's voll so mit Handy-Ladekabeln. Ich vergesse die immer. Ich kaufe mir bestimmt zweimal im Monat irgendwie Neues und dann vergesse ich es in irgendeinem Hotel oder so oder verbasel es voll und dann raste ich immer richtig aus. Wirklich. Und dann schmeiße ich alles durch die Gegend und schreie richtig rum. Ey, das, wenn das die Leute sehen würden, ne? Die würden zu ihren Kindern sagen, kauf nicht ihr Album. Ey. Mach mal. Nee. So, ey, das ist wirklich, ich schreie dann wirklich rum. Also mich nerven Sachen schnell und ich werde auch schnell aggressiv. Aber es macht mich auch liebenswert, oder? Oh, ich hab dich mal NDR, WDR, MDR mit Bürger Lars Dietrich gesehen, da hast du gerappt. Super. Hast du das seither irgendwann mal wieder gemacht? Nee, also nicht jetzt im Fernsehen oder so. Also öffentlich, öffentlich. Ich hab, glaube ich, nicht einmal irgendwie richtig koreanisch irgendwas gerappt in der Öffentlichkeit. Aber kann man ja mal machen. Also für mich privat mache ich das ganz viel. Also ich singe privat einfach so aus Fun eigentlich nur koreanische Lieder. So. Also nur. So. Ich lerne eigentlich nichts anderes. So. Deswegen, es wäre schon geil, mal irgendwann mal sowas auf der Bühne performen zu können. Gibt es was, das du deinen Schweizer Fans noch sagen möchtest? Ich möchte mich auf jeden Fall bei allen meinen Schweizer Fans bedanken für die Unterstützung. Und ich hoffe, dass ihr mich weiter unterstützt und am besten noch allen euren Freunden sagt, die sollen mein Album kaufen. Der der Bühne steht, die kann da ja auch nichts für, so. You know. Verstehst du? Okay.